Ja, das Themengebiet, das optimale Produktionsprogramm, hier oben steht es, kann ich definitiv nicht in einem Video abhandeln. Deswegen steht hier auch schon Schritt 1 und ich kann gleich sagen, unbedingt alle Schritte durchlaufen, genau in dieser Reihenfolge. Dann klappt das ganz wunderbar mit diesem Thema. Das ist wirklich nicht schwierig, es ist eher eine Konzentrationssache und ich werde ganz genau ansprechen, auf welche Punkte Sie achten müssen, wenn Sie das optimale Produktionsprogramm ermitteln wollen. In diesem ersten Schritt wird es um die Engpassrechnung gehen. Es ist ja so, dass wir nur dann ein optimales Produktionsprogramm ermitteln, wenn wir überhaupt irgendwo einen Engpass haben. Wenn es also so ist, dass wir nicht alle Produkte, die wir anbieten, wir bieten das Produkt A, B und C an, wenn wir eben nicht alle drei Produkte mit maximaler Ausbringung produzieren können. Hier steht es nämlich, wir könnten von A 1000 Stück, von B 450 und von C 800 Stück produzieren. Und wenn wir genug Kapazität hätten, dann würden wir einfach die maximal mögliche Menge produzieren. Warum? Weil alle drei Produkte ja einen positiven Deckungsbeitrag haben und damit ja was beitragen zu unserem Betriebsergebnis. Keins der drei Produkte hat ja ein Problem und wir würden, wenn wir denn könnten, alle drei in voller Stückzahl produzieren. Es gibt aber bei den Aufgaben immer wieder Einschränkungen, sonst könnte man das ja auch gar nicht errechnen. Wir müssen ja irgendeine Einschränkung haben. Und die Einschränkung sieht meist so aus, wie man es hier sieht. Die Produkte A, B und C durchlaufen während ihrer Produktion die beiden Maschinen M1 und M2. Die Maschine M1 hat eine Kapazität von 250 Stunden und M2 hat eine maximale Kapazität von 400 Stunden. Und Sie ahnen wahrscheinlich, auf irgendeiner der beiden Maschinen wird es ein Problem geben, es wird einen Engpass geben. Nochmal zusammengefasst, diese Aufgaben sagen immer, dass die Produkte, die wir haben, gewisse Maschinen durchlaufen, eventuell ist auch nur eine angegeben. Und Sie müssen prüfen, ob es irgendwo auf einer der beiden Maschinen einen Engpass gibt. Das heißt, Produkt A, B und C müssen beide Maschinen durchlaufen, damit sie fertiggestellt werden können. Und wir haben außerdem die Zeiten angegeben, wie lange Produkt A eben auf Maschine 1 braucht, das heißt 5 Minuten. Und auf Maschine 2 braucht Produkt A 10 Minuten. Bei B sind es 4 auf 1, 8 auf 2 und bei C 9 Minuten auf 1 und 20 Minuten auf Maschine 2. Und jetzt müssen wir eben diese Engpassrechnung in Schritt 1, der erste Schritt, durchführen. Gucken wir erstmal, wie es bei Maschine 1 aussieht. 5 Minuten braucht Produkt A ja auf Maschine 1 und 1000 Stück könnten wir maximal produzieren und wir müssen jetzt ja prüfen, können wir die maximal mögliche Menge von A auf dieser Maschine produzieren. Wir bräuchten bar also 5000 Minuten auf Maschine 1, bei B 1800 Minuten und bei C 7200 Minuten. Benötigt werden auf Maschine 1 also 14.000 Minuten. Maschine 1 hat eine Kapazität von 250 Stunden, das sind 15.000 Minuten und damit ist kein Engpass auf Maschine 1. Also nach Maschine 1 gäbe es kein Problem, da könnten wir alle Produkte herstellen und wenn das jetzt auch auf Maschine 2 so wäre, dann bräuchten wir kein optimales Produktionsprogramm, dann könnten wir einfach alles produzieren. Aber natürlich gibt es bei Maschine 2 jetzt ein Problem, sonst gäbe es den Aufgabentypus ja auch nicht. Bei Maschine 2 ist es bei Produkt A so, dass Produkt A 10.000 Minuten benötigen würde. Sie wissen, 10 Minuten auf Maschine 2, 1000 Stück könnten wir maximal produzieren. Auf Maschine 2 bräuchte B 3.600 Minuten und C 16.000. Sind insgesamt 29.600 Minuten, die wir an Zeit auf Maschine 2 benötigen würden. Wir haben aber nur diese 400 Stunden, was 24.000 Minuten entspricht. Und damit haben wir ein Engpass von 5.600 Minuten auf Maschine 2. Da könnten wir auch noch einen Antwortsatz schreiben. Das empfehle ich auch immer. Antwort: Es besteht ein Engpass auf Maschine 2, also M2 in diesem Fall in Höhe von 5.600 Minuten. Und Achtung, wir haben diesen Engpass nur auf Maschine 2. Deswegen werden wir das optimale Produktionsprogramm auch an dieser Maschine 2 ausrichten. Maschine 1 können wir jetzt vergessen, hier gibt es kein Problem. Wir werden also die weiteren Rechnungen nur für Maschine 2 machen, immer nur für die Engpassmaschine. Und noch ein Hinweis, diesen Schritt 1, die Engpassrechnung, brauchen Sie immer dann, wenn in den Aufgaben nicht angegeben ist, ob es einen Engpass gibt. Es gibt viele Abschlussprüfungen, wo eben schon dabei steht, dass der Engpass auf Maschine 1, 2 oder was auch immer ist. Und wenn das schon angegeben ist, wo der Engpass besteht, dann müssen Sie diese Rechnung, diesen ersten Schritt überhaupt nicht machen, denn da gibt es darauf einfach keine Punkte. Es ist schon angegeben, also braucht man keine Rechnung. Ist es nicht angegeben in der Aufgabenstellung,
dann brauchen wir eine Rechnung und dann müssen wir diesen Schritt auch machen und dann wird der auch bepunktet.